loswerden, weil ich bin jetzt hochgradig aggressiv. Da poste ich einfach mal irgendwas so aus Lust und Laune. Sollte eigentlich lustig sein. Und dann geht die Litanei wieder los. Ey, das kotzt mich sowas von an. Ey, das ist sowas von nervend. Hat sich mal einer Gedanken drüber gemacht, nur was die Polizei geleistet hat in dieser Nacht. Nicht in Köln oder Düsseldorf, überhaupt. Bundesweit reißt sich den Arsch auf, um den Leuten irgendwie ein sicheres Silvester dahin zu legen. Würde auch wahrscheinlich lieber mit der Familie feiern. Aber nein, die müssen da hinhalten. Hat sich einer Gedanken über die Feuerwehr, über die Rettungssanitäter? Das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen. Die kommen zum Einsatz, um zu helfen und werden bespuckt, getreten, beschimpft. Aber da kein Kommentar, nichts. Keiner ist da, der sagt, oh, die armen Sanitäter. Nein. Oder hat sich mal einer darüber Gedanken gemacht, was in den Krankenhäusern abgeht? Da haben wir keine Ahnung von. Ich genauso wenig. Aber ich habe mit vielen gesprochen und ich kenne Leute, die da arbeiten und sich den Arsch aufreißen. Die irgendwie so einen 100-Kilo-Mensch hochheben müssen, alleine auf dem Röntgentisch zu setzen, um den zu röntgen. Und dann noch beschimpft werden und bespuckt werden. Aber da ist keiner von euch da. Keiner von euch ist da und sagt, oh, die arme MTA, der arme Rettungswagenassistent und. Nein. Aber wenn 300-400 ferngesteuerte, polizeilich bekannte Leute irgendwo aufkreuzen und die Polizei ihren Job macht, einfach nur ihren Job macht, da seid ihr wieder da, ey, da seid ihr zum Kotzen wieder da. Nein, das ist jetzt nichts Gestelltes hier, ich bin einfach nur stinkesauer und es wird Zeit, Facebook genau wegen solchen Arschlöchern zu verlassen. Aber was ist bei euch schiefgelaufen, verdammte Scheiße? Was ist schiefgelaufen in eurer Kindheit? Ich habe nichts von euch gehört, wenn irgendein Assistent, Rettungszwangsassistent beschimpft, bespuckt. Wo seid ihr denn da, verdammte Scheiße nochmal? Oder seid ihr auf diesem Trip, wie Wolfgang Niedeken vor 30 Jahren schon gesagt hat? Oh, die Wellenreiter, genau diese Scheiße. Irgendeiner von den Grünen setzt was in die Welt und dann reitet ihr wieder alle da drauf. Es ist echt zum Kotzen. Und nochmal was, wenn euch irgendwas nicht passt an Theo, dann löscht ihn doch, verdammte Scheiße. Und kommentiert nicht irgendeinen Mist darunter. Löscht ihn doch. Aber das macht ihr auch nicht, weil euer Leben total beschissen langweilig ist. Und ihr denkt euch dann, oh, dann gehen wir beim Theo auf die Seite, da ist immer was los. Kümmert euch doch um euren eigenen Scheißdreck. So, ich habe jetzt keinen Bock mehr.